Straßenverkehr ist ganz eindeutig das Thema der aktuellen Etappe des Grenzgängers. Weserkurier-Chefreporter Jürgen Hinrichs kreuzt die A27 auf dem Weg vom Belingsee zum Mahndorfer See. Auf der Strecke bietet sich, passend zum Thema, ein Besuch des Verkehrsübungsplatzes im Gewerbegebiet Bremer Kreuz an. Ein Kurzbesuch, nur um mal zu gucken, wer hier übt und was hier schon so alles passiert ist. Geschwindigkeitsüberschreitung, Geisterfahrer. Geisterfahrer? Naja, einige Leute haben so ein bisschen Probleme, sich an den Linien zu orientieren. Also da kommt man schon mal in die andere Spur rein. Ja. Aber wirklich krass. Wie gesagt, das, was man normal auch kennt eben. Ich habe gehört, dort drüben stand mal eine Trauerweide. Ein schöner Baum, der Lieblingsbaum eines Kollegen von Ihnen. Die ist jetzt nicht mehr da. Woran liegt das? Ja, die hatte einen leichten Blechkontakt und ist dabei oder musste dann entfernt werden. Weiter geht's durch das nicht gerade einladende Gewerbegebiet, leicht parallel versetzt zur Landesgrenze. Ein Kuriosum auf dem Weg. Jürgen Hinrichs nutzt das herrenlose Paar Schuhe für seinen Twitter-Kanal, über den er von seinen Touren live berichtet. Dann aber schnell weiter in Richtung Achim. Der Grenzgänger hat einen Termin. Die 30.000 Einwohnerstadt in direkter östlicher Nachbarschaft zu Bremen spürt immer mehr vom Ausbau der Einkaufs- und Gewerbeflächen auf der Bremer Seite. Besonders die Innenstadt kann mehr Kunden gebrauchen. Bürgermeister Rainer Ditzfeld will mit Jürgen Hinrichs über die Nachbarschaftsverhältnisse sprechen. Die gute Verkehrsanbindung Achims über zwei Autobahnen hat an der Grenze zu Bremen auch ihre Schattenseiten. Wir sitzen hier jetzt wirklich an einer der Stellen, wo wir eine unwahrscheinliche Verkehrsbelastung haben, durch den Bremer Osten, durch den Weserpark. Ja. Vorderrangig steht an erster Stelle die Verkehrsentlastung hier im Ortsteil Opusen. Wir haben jetzt allein, wenn man hier mit den Anwohnern spricht, wie die Verkehrsbelastung gestiegen ist durch den neuen Anbau am Weserpark, ist das schon vehement. Dazu kommt der Schwerlastverkehr aus den Bremer Gewerbegebieten. Darum plant Achim eine weitere Autobahnabfahrt an der A27, Achim West, um die Stadtteile an sich zu entlasten. Um diese sollen sich zwischen Autobahn und Eisenbahn dann Betriebe ansiedeln und ein bundesländerübergreifendes Gewerbegebiet formen, von dem dann beide Seiten profitieren. Dazu will Rainer Ditzfeld aber eben auch die Unterstützung aus Bremen. Achim hat aber noch mehr Projekte, die entwickelt werden müssen. Dass das seit einigen Jahren brachliegende ehemalige Liegengelände am Bahnhof zur Innenstadtbelebung direkt beitragen kann, glaubt der Bürgermeister nicht. Dazu sind die Areale zu sehr voneinander getrennt. Ich muss über die Eisenbahnbrücke rüber. Und das wird in meinen Augen wird das die größte Hemmschwelle sein, die Leute wirklich außer Fußgängerzone oder außer Innenstadt dorthin zu leiten. Und ich bin felsenfest der Meinung, wenn wirklich auf diesem Liegengelände, ist ja im Gespräch gewesen, ein riesengroßer Vollsortimenter, ja, mit über 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche, wenn der wirklich dorthin kommen würde, würden wir zum einen die Innenstadt schädigen, wirklich, ich sag mal, das restliche Leben dann noch rauspfeifen lassen. Und wir würden das, was in den letzten Jahren gemacht worden ist, die Nahversorgung in den einzelnen Achimer Ortsteilen gefährden. Was mit dem Liegengelände passiert, ist also weiter unklar. Die Stadt ist auf der Suche nach passenden Konzepten. Das Ziel der Etappe ist erreicht. Die Landesgrenze verläuft zwischen Opusen und Mahndorf gen Süden entlang des Mahndorfer Sees. Dessen Panorama mit Windrädern ist Jürgen Hinrichs noch ein Foto wert, das dann auch gleich getwittert wird. Und dann hat das Grenzgängerteam seinen Auftrag für dieses Mal erfüllt. Der Feierabend ruft.